So, die Maximax-Regel in Worten ist, heißt, ist nichts anderes als, wähle die Aktion, die uns im Best Case den höchsten Gewinn bringt. Okay? Und deswegen nennen wir das auch die optimistische Regel oder die Optimismus-Regel. Wir schauen uns für jede Aktion, die möglich ist, an, was sie uns maximal bringen kann. Und dann nehmen wir von den drei Aktionen die, die uns im Best Case das meiste bringt. Wie gehen wir da vor? Ganz einfach. Schauen wir uns erstmal erst nochmal zum Grundsetup. Ich wiederhole es gerne nochmal. Wir haben hier drei Aktionen, die wir auswählen können. Das ist unsere Entscheidung. Wir entscheiden zwischen Aktion 1, Aktion 2 oder Aktion 3. Und wir haben drei verschiedene Umweltzustände, die eintreten können. Es regnet, es schneit, Sonne scheint. Für jede der Aktionen und jede der Zustände überlegen wir uns dann, was uns das an Gewinn bringt oder an Nutzen. Und das bewerten wir irgendwie. Das ist jetzt quasi der Bereich, der ist schon ausgefüllt. Aber das später, also wenn Sie eine konkrete Entscheidung haben, müssen Sie sich auch selber um die Zahlen natürlich kümmern, dass Sie die Bewertung irgendwo herkriegen. Und dann überlegen und dann gehen Sie so vor. Für die erste Aktion schauen wir, was ist das Beste, was uns die Aktion bringen kann. Im ersten Zustand 20, im zweiten Zustand 30, im dritten Zustand 40. Also das Beste, was uns Aktion 1 bringen kann, ist 40. Im Best Case. Ja? Das ist unsere Beurteilungsgröße für Aktion 1. Für Aktion 2 gucken wir, was ist das Beste, was sie uns bringen kann. 0 oder 30 oder 90? Klar, 90. 90 ist also unsere Beurteilungsgröße. Auch für Aktion 3 schauen wir uns an, was bringt sie uns im Bestfall nicht 10, nicht 10, sondern 130. Okay? 130 ist das Beste, was uns Aktion 3 bringt. Also ist das die Beurteilungsgröße. Das ist quasi der Maßstab, nach dem wir jede Aktion beurteilen. Und dann wählen wir einfach die Aktion, die uns für diesen Maßstab das Beste bringt. Und das ist dann eben 130. Von diesen drei Größen ist 130 am besten. Das heißt, wir würden uns hier für Aktion 3 entscheiden. Aktion 3 wäre optimal, wenn wir hier nach Maximax beurteilen.